Marx für mich ist eine persönliche Geschichte. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Ich habe sehr früh mit ihm gearbeitet, durch seine Werke. Ich kam sehr jung nach Berlin, ich war 17, in ein Berlin, der sehr politisiert war, sehr internationalisiert, wo meine Freunde kamen aus Lateinamerika, aus Afrika, alle Bevölkerung, also alle Teile einer Welt, die in Bewegung war. Darf ich vorstellen, Friedrich Engels. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Cheerio. Und das hat mich strukturiert, das hat mich die Instrumente gegeben, um die Welt zu verstehen und meine Welt zu verstehen und auch um zu kämpfen. Und das habe ich benutzt mein ganzes Leben lang. Ich habe gelernt zu argumentieren in einer politischen Diskussion oder in einer normalen Diskussion mit Freunden. Es war Zwang, dass man eine Argumentation braucht, um was zu sagen. Man kann nicht einfach was behaupten, ohne es zu belegen. Das war natürlich. Und heutzutage ist es nicht mehr nötig. Man kann einfach behaupten. Und deswegen die Idee, wieder zu Marx zu kommen, für mich war wichtig, weil ich habe gedacht, welchen Beitrag kann ich bringen, so dass junge Leute von heute diese selbe Instrumente kriegen können, wie ich es gekriegt habe damals. Das war die Idee. Ja, das war eben die Falle. Mir ging es nicht darum, irgendwelche Interpretationen von Marx zu haben. Und das wusste ich von vornherein. Wir haben natürlich alle existierenden Biografien von den Biografien der Anfang des Jahrhunderts bis heute. Es gibt regelmäßig neue Biografien von Jenny oder Friedrich oder Karl. Das haben wir alles natürlich durchgelesen. Aber uns ging es darum, wo finden wir den ersten Mensch, der junge Mensch, dieses Trio. Und irgendwann haben wir sehr schnell kapiert, dass was uns das richtig gibt, sind die Korrespondenzen. Und das Drehbuch wurde hauptsächlich aufgrund der Korrespondenzen geschrieben. Mir hat es gefallen, die Geschichte dieser drei jungen Leute, die einfach dieses extraordinäre Ambition haben, die Welt zu verändern. Das ist keine kleine Sache. Dass drei Jungen nicht mal in den 20er, die sind beide 22, 24, Jenny ist 26 und sie entscheiden, die Philosophen haben versucht, die Welt zu erklären, was wir machen müssen, ist, diese Welt zu ändern. Man muss sich vorstellen, die sind im Zentraleuropa, das ist das Zentrum des Weltes. Und sie entschieden, daran zu arbeiten, die Verhältnisse zu ändern. Und dafür müssen sie diese Verhältnisse studieren, erklären und finden, wie das funktioniert. Und dann es ändern. Das ist phänomenal. Das ist das. Eine, für mich, das ist die Geschichte. Also das ist wirklich die Inspiration, kommt in diese Briefe. Und auch wie sie sich ärgern können über Kleinigkeit manchmal und wie sie auch manchmal Unrecht tun könnten, weil sie bestimmte Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wollten. Ja? Wie sie sich lustig gemacht haben über ihre eigene Kommilitonen, über alle anderen Revolutionären. Das finde ich modern. Also sie waren total in ihrer Zeit und manchmal viel weiter als was wir heute erleben. Der Denkprozess, die Arbeit, die sie machen, lesen, schreiben, diskutieren, Propaganda machen, Diskussionen mit anderen Kollegen. Das alles ist Teil von, was wir heute wieder lernen müssen zu machen. Dass wir
lernen, unsere Gesellschaft jeweils unter den momentanen Bedingungen zu analysieren. Es reicht nicht, wütend zu sein. Es reicht nicht, auf die Straße zu gehen. Man muss darüber hinzu studieren, man muss darüber hinzu denken, man muss darüber hinzu die ältere Klassiker wieder zu Hilfe bitten. Nicht, dass man das einfach blind übernimmt, aber es gibt sowas wie die Elder, es gibt sowas wie eine Geschichte hinter sich, wenn man diese Geschichte nicht kennt. Man kann nichts bauen. Also, was ich hoffe, es ist nicht mehr als kennt deine Geschichte. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt.